Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tribes of Midgard. So, wir haben bei uns hier auf der Insel, denke ich mal, ist das fast alles aufgedeckt. Das heißt, wir müssen irgendwann die Insel verlassen, um neue Ressourcen zu finden. Und das werden wir auch definitiv noch irgendwann in Angriff nehmen. Denn wir wollen ja alle Sachen, die wir besitzen, auch upgraden. So, ich muss einmal genau in die Richtung. Dort soll wohl dieser Zwischenboss sein. Können wir ja mal gucken, wie es dort aussieht. Hier oben kommt ein großes Lagerfeuer. Das heißt wohl, hier ist mehr zu holen. Also eine größere Base von denen. Da werden wir doch mal gucken, ne? Mal. Da ist noch einer. Oh Gott, ich glaube, ich muss gleich niesen, ne? Entschuldigung. Oh, ich konnte das Mikro nicht so schnell muten. Oh Gott. Entschuldigung. Ehrwürdiger Schatz Level 1. Feuerstein, Silber, Donnerpfeil, Knöchelchen und Seele. Okay. Na komm. Die schicken wir auch noch nach Helheim. Und euch auch noch. Und den Loot nehmen wir mit. Oh, fürs Niesen muss ich mich tatsächlich nochmal entschuldigen. Das ist mir tatsächlich etwas unangenehm. Ist mir das überhaupt schon mal in irgendeiner Aufnahme passiert, dass ich so genießt habe? Ich glaube nicht. Aber gut, Niesen ist menschlich. Das gehört zum menschlichen Körper dazu. Kann man nicht unterdrücken, sollte man nicht unterdrücken. Also alles fein. Hier geht's hoch. Waren wir hier oben schon? Weil da ist nicht ganz ausgeleuchtet. Ach, ausgeleuchtet. Alles klar, ich hänge noch im Minecraft-Feeling fest. Aufgedeckt. Alter, was ist das denn? Alter, was war das? Ein Lindwurm! Oh Gott, 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 Gott. Bei Odins Bart, ey. Das Biest hat mich aber tatsächlich auch immer erschreckt. Schatz! Ehrwürdiger Schatz Level 2? Silberstein, Donnerpfeil, Valhalla, EP, Knöchelchen und Seelen. Also es bleibt irgendwie immer das Gleiche. Ja, ist klar. Ey, das ist... Hör mal auf, ich bin gleich tot, hör mal auf! Und ich regeneriere noch nicht so viel EP. Dann machen wir das halt so, würde ich sagen. Alter Schwede. Ich bin so gut wie down. Das ist ein bisschen unfair gerade gewesen.
Also wenn jetzt nochmal so ein Lindwurm auftaucht, ne, ich bin am Arsch. Und es ist immer noch Kampfmusik. Ja, wenn man vom Teufel spricht. Nice. Ich will aber dorthin. Aber so runtergehittet wie ich bin, das ist. Nee. Ich müsste hier mal irgendwie ein Heilfeld erzeugen. Und ja, ich weiß, ich renn gerade mitten zum Lindwurm. Aber hier ist Loot. Au. Jetzt, geil. Oh, nice. Erstmal ganz kurz stehen bleiben und... Ach, ich habe hier das Heilteil, genau. Was? Oh, geil, umsonst hingestellt. Das ist eine Scheiße, wenn ich das nicht benutzen kann. Gut, aber Lindwurm ist besiegt. Alles repariert. Wir können weitermachen. Wir haben Lachs geangelt. Schön. Eieieiei. Es wird immer schlimmer. Ja, wir sind aber fast bei... Oh Gott, wie hieß die Truller? Jan Saxas. Jan Saxas. Hört sich ein bisschen seltsam an, der Name. So. Hier drüben geht's gleich... Geh weg, irgendwo hoch. Eisen. Oh mein Gott. Hier geht's so. Eisen. Das muss mit. Hä? Hier stampft was. Was ist denn das? Alter, macht der Damage. Alter, hat der Damage gemacht, denn sein Hit war ja mal ultra. Jetzt stellt sich mir nur die Frage, wie ist der Zwischenboss? Der muss doch genauso ekelhaft sein. Wenn das große Tierchen jetzt, dein Reittierkanon beschworen wird, schön. Wenn das große Tier schon so ekelhaft Damage macht. Ich kann nicht raus und nicht reinzoomen. Interessant. Da gehe ich noch nicht rein. Tut mir leid. Nee. Beim besten Willen. Nee, das mache ich noch nicht. Och, gleich zwei davon. Ja, die sind halt auch überpowered, wenn zwei kommen. Einer ist down. Hör, du Scheiße. Oh Gott. Also,
Ja, das Spiel hat es in sich und die Gegner auch. Die werden immer stärker und besser. Schön. Das freut mir. Hier muss so gleich das Ende sein. Okay, ich habe behauen einen Stein da rausbekommen. Ich habe nicht mal gesehen, dass da irgendwie Stein verarbeitet war. Aber okay. Aber wir haben wieder zwei Segenspunkte. Da müssen wir mal sehen. Wir brauchen irgendwas, womit wir mehr Leben und mehr Damage machen. Was ist das für eine Rune? Erhöht deine Bewegungsgeschwindigkeit. Oh, das ist vielleicht geil für den Boss. Wenn man da ein bisschen schneller unterwegs ist. Oder was sagt ihr? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Alter! Kurz vorm Fertigstellen werde ich erstmal schön gehittet. Das ist mal so interessant und zufriedenstellend. So, die Nacht bricht gleich wieder an. Und ich habe noch nicht so eine Schwanzflosse gekriegt. Hallo? Jetzt. Oder habe ich schon so eine Schwanzflosse und ich habe es noch nicht mitbekommen? Ist ja alles möglich. Ich habe meine Augen auch nicht überall. Alter, die Stimmen sind so geil, wenn die anfangen zu reden. Das haben die richtig geil hinbekommen. Ich warte jetzt eigentlich nur auf die Nacht, dass der Seetang wieder leuchtet. Keine Krabben mehr, schade. Aber ja, das wird hier eine Insel sein. Das heißt, wir werden wohl etwas rumtuckern müssen im Nachhinein. Ach, und die leuchtenden Bäume sind auch wieder am Start. Schön. Das gefällt mir natürlich. Ja, nein. Ich komme gleich zu dir runter. Wart's ab. Hä? Oh, da unten ist nämlich so ein schönes Bäumchen, das wir nicht haben. Ey, das bisschen gibt auch Damage. Alter, ist ja mal und so, ne? Ja,
Ja, wir haben jetzt hier auch alles aufgedeckt. Das ist halt wirklich eine Insel. Glitzerseetang? Noch ist mir nicht kalt. Da, Glitzerseetang. Oh, mein Schwert ist gleich wieder broke. Shit. Ich muss das erstmal ganz kurz reparieren gehen. Da können wir gleich das hier nochmal reparieren. Und wieder runter. Ich hätte gerne noch ein bisschen Glitzerseetang. Wenn ihr welchen seht, schreibt es in die Kommentare. Sag mal, Farm ab. Oh, Robbe! Wieder kein Robbenschwanz gekriegt. Den Schatz snack ich mir aber noch. Oder auch nicht. Kriege ich das noch hin? Kommt, ich krieg das noch hin. Nice. Ich hab's hinbekommen, geil. Flint und Stöcke und so kann ich alles hier oben farmen. Was ist denn das? Komm, ich krieg mal. Da bist du down. Super nice. Und wieder eine Rune. Namhafter Schatz Level 1. Na dann. Donnerfell Feuerstein Silber. Trollauge. Was? Ich hau dich um. Genau so. Hier ist der nächste. Okay, gibt's im Sumpf eigentlich sehr oft. Also die sind gut zum Leveln, muss ich sagen. Geben halt auch gut XP. Wir müssten aber irgendwann mal wieder zur Base zurück. Oh, den habe ich nicht gesehen. Warum hat mein Schwert Spezialfähigkeiten, wenn ich die nicht einsetze? Das ist manchmal sehr blöd mit mir. Ich bin da manchmal echt ein bisschen doof. Ah, du sitzt fest. Oder kriege ich das nicht von denen, sondern von irgendwelchen anderen Mobs, die es woanders gibt? Das kann tatsächlich auch sein, dieser Robbenschwanz. Das kann tatsächlich auch sein.
Da müssen wir tatsächlich mal zurück und ein bisschen erkunden gehen. Die kam gerade überraschend. Das habe ich gar nicht wirklich realisiert, dass da Hunde ankamen. Müssen wir auf jeden Fall noch sehr viel Holz holen. Und ich habe das gerade gesehen, da eignen uns tatsächlich die großen Bäume am besten. Wo sind wir denn? Wir sind dort, wir müssen in die Richtung. Na gut. Mal gleich noch die Bäume hier mit. Was habe ich denn hier für eine blaue Rune? Dein verursachter Schaden erhöht sich um 150, wenn du keinerlei Rüstung trägst. Was? Ich soll nackig kämpfen? Exakt nein. Wieder so eine Speed-Rune. Hä? Wo renne ich denn lang? Wir können ja mal Z. Das Reittier versuchen. Hey ho, Silber! Oh, Silber! Ich hab das Silber zerklopft. Scheiße. Das geht? Das ging doch die ganze Zeit nicht. Sag mal. Hä? Das ging doch die ganze Zeit nicht? Warte, ich muss das mal testen. Nee, es geht nicht. Oder geht das nur bei Silber? Das wäre ja scheiße. Das wäre ja dann Kaki. Oh, trautes Heim. So. Als erstes natürlich wieder alles ablegen, was wir nicht benötigen. Und das ist dieses Mal eine ganze Menge. What the fuck? Also, ich, ne, doch, die eine lassen wir mal. Aber die kann weg. Hier. Aufwerten. Obsidian will's haben. Okay. Das wollte Gold. Das wollte so ein Stein. Das wollte Granat. Und du willst diese Selki-Flossen. Ja, das will auch Gold. Ach, du bist schon Stufe 2. Okay. Das ist doof. Ich würde gerne bauen, wenn ich hier alles besitze. Alles frei habe. Herstellen. Bootsanleger. Können wir den bauen? Den können wir bauen. Oh Gott. Wo baut man den hin? Ja, come on. Da hin und fertig. Fearing Boot. Carveboot, Drakerboot. Also das können wir auf jeden Fall bauen. Und ich brauche nochmal Holzbretter.
Und ich weiß auch schon, warum ich mir zwei Boote baue. Und wir haben kein Holz mehr. Ist das nicht toll? Der nächste Platz zum Ozean wäre eigentlich... Ja, hier. Okay. Wartet mal, bevor ich zum Ozean gehe und los, Tugano. Ich will erst mal was gucken und schauen. Jetzt habe ich es wieder vergessen, scheiße. Scheiße, ich habe es echt vergessen, was wollte ich denn jetzt? Wir haben Segenspunkte. Erstmal das machen. Du erntest Ressourcen mit Kombo-Angriffen. Erhöht die LP um 25%. Das wollte ich einmal haben. Gewinnt Mana, wenn du einen Treffer einsteckst. Schwächt Gegner. Das wollten wir auch einmal haben. Aber ich wollte gerade irgendwas gucken. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr was. Es tut mir leid. Ich weiß es echt nicht mehr. Doch! Jetzt weiß ich es wieder, wenn ich das hier sehe. Kann ich... Was ist denn das? Stations... Was? Das ist Königskerze. Fichtennadeln. Ich weiß nicht, was man daraus macht. Muss man gleich mal gucken. Ne? Ich habe doch hier die Möglichkeit. Sowas zu machen. Ich kann nur Essenzen reinballern. Artefakte, Essenzen, Hexenkraut, Pilz, Stein, Eisen. Es gibt kein Holzteil, das ist ja Kacke. Das ist echt Shit gerade. Was bräuchte man eigentlich? Ja, ich weiß, die Bäume wachsen hier rucki-zucki nach, aber ich habe ehrlich gesagt nicht jedes Mal Bock in der Weltgeschichte umherzurennen wegen Holz. Da kann ich somit auch ein bisschen was aufdecken, gehört dazu zum Spiel. Aber ich muss jetzt wirklich bei jedem großen Baum stehen bleiben und das machen, damit ich wieder Holz habe. Der Bootsanleger hat mich jetzt alles gekostet. So, da runter, okay. Ja, diese Drohne. Diese Drohne ist eine Welt für sich manchmal.
So, den Schatz snacken wir uns auch noch. Es ist wieder kurz vor Nacht hier. Boah, ich finde das immer noch geil, wie die reden. So. Da ist unser Schiffchen. Jetzt müssen wir uns überlegen, in welche Richtung fahren wir. Fahren wir erst nach unten, nach Süden, Osten, Westen, Norden. Fahren wir einmal um die Insel herum. Oder nicht. Ich würde aber sagen, das erfahren wir in der nächsten Folge. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten YouTube. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.